Hallo, herzlich willkommen zurück. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und vor allen Dingen, dass du heute dabei bist. Das freut mich besonders. Willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, in der letzten Woche sind wir hier irgendwie ausgestiegen. Ich hatte was erzählt von Meilensteinen, die wir zum Teil schon abgeschlossen haben. In der Gänze sind es zwei. Immerhin. Haben wir Bevölkerung und ein Meilenstein irgendwie Bauarbeiter. Wir haben auch noch jede Menge andere Dinge zu tun. Wie bei solchen Spielen üblich. Und ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob mit der Kamera, so wie ich die eingestellt habe, richtig alles ist. Ich gucke zu sehr irgendwie in die Richtung, wobei das Spiel eigentlich in der anderen ist. So, ich muss das vielleicht doch noch mal ein bisschen nachjustieren. Kann sein, dass ich in der nächsten Folge das da vielleicht dann schon gemacht habe, wenn ich dann gerade gedacht habe. Hier haben wir einen Wachturm, der hat die Reichweite seines, der kommt nicht mehr weiter. Das, was er mit seiner Reichweite abdecken kann vom Territorium, das ist soweit geschehen. Und ich hatte genau hier noch einen weiteren, also einen neuen Wachturm in Auftrag gegeben. Den Bau eines solchen. Wir haben schon so einen leichten Kontakt mit dem neuen Dorf hier. Bekommen, aufgenommen wäre jetzt nicht das richtige Wort. Man ist sich begegnet. Mehr auch nicht. So, hier ist eine Abenteuergilde im Bau. Das ist nicht verkehrt. Und ansonsten, ich glaube, wir produzieren schon eifrig Eisen. Genau, das war es noch. Die Eisenzeit war irgendwie eins der letzten Folge oder eine der letzten Folge der letzten Woche. Wenn ich das richtig sehe. Und ansonsten, was müssen wir sonst noch machen? Militärakademie müsste ich bauen. Okay, genauso wie eine Steinmühle. Oh, da sollte ich auf jeden Fall ran. Wir brauchen für den Kohletagebau noch eine weitere solche Einrichtung. Und wir sollen Werkzeug herstellen. 8 von 10 habe ich. Da fehlt uns noch was. Da ist noch gerade was dazugekommen. Rekrutiere Waldläufer. Okay. Achso, der Bau der Abenteuergilde ist abgeschlossen. Ja klar, jetzt wollen sie natürlich direkt, ne, dass da auch ein Waldläufer rum existiert. Wo ist denn jetzt die Abenteuergilde wieder gewesen? Wie bist du es? Das gerade war ein absoluter Zufallstreffer. Ich glaube, sie ist es, genau. Waldläufer. Was bist du? Du bist ein Waldläufer. Komm, du wirst direkt rekrutiert. Ich will sagen, Moment mal, was braucht der eigentlich? Der braucht eine Fackel und der braucht eine leichte Rüstung. Holy moly, ich glaube, daran könnte es scheitern. Weniger an den Fackeln, aber unter Umständen an der leichten Rüstung. Doch, ich bin, glaube ich, zu hören. Ich bin mal mit dem Mikrofon. Ja, besser. Ich bin mit dem Mikrofon ein bisschen weit weg vom Mikro gewesen. Moment, leichte Rüstung sehe ich gerade, habe ich 5 Stück. Okay, wie sieht es hier mit den Fackeln aus? Wo sind die denn überhaupt aufgeführt? Na gut, das wird jetzt nicht unbedingt im Bereich Eisenwerkzeug zu finden sein. Glaube ich zumindest nicht. Das ist ein Meißel. Das ist keine Fackel. Irgendwo habe ich meine, ich hätte die schon mal irgendwo gesehen, beziehungsweise, also hier in meiner Übersicht, hätte die entsprechend aktiviert. Anscheinend nicht. Warte mal, hier schönes Holz. Da dürfte die eigentlich nicht auftauchen. Ich kann aber mal die Zahnräder hier anklicken. Wieso die Laubholzstämme hier nicht angezeigt werden? Automatisch weiß ich nicht. Ich nehme die mal einfach dazu. Bergbau, seltene Ressourcen. Kann man da doch wieder zumachen? Ja. Wertsachen, hast du nicht gesehen? Waffen? Aha, die zählt zu den Waffen. Ja, ich meine, gut. Man könnte drüber streiten, aber ist so. Gut, dann haben wir jetzt auch, die Fackeln haben wir auch. Das heißt also, den Waldläufer, den müssten wir auf jeden Fall hinkriegen. Wahrscheinlich wird er schon eifrig rekrutiert, beziehungsweise. Das sollte gehen. So, das war die Geschichte. Dann, Steinmühle. Ich wusste doch, irgendwas hatte ich jetzt noch vollkommen vergessen. Die Steinmühle. Vor lauter Waldläufer. Ist mir das mit der Steinmühle entfallen. Was bist du? Werkzeugschmiede? Kupfertagebau? Ist irgendwie nichts mit Stein?
Sammelhütte hat auch relativ wenig mit Stein zu tun. Hier war doch irgendwo ein Steinbruch. Das ist er doch. So, einen Moment. Ich muss da mit der Kamera irgendwie ändern. Das ist nicht gut. So. Ja. Steinmühle. Apropos Steinmühle. Das ist gerade wieder was entfleucht. Bauwesen. Die wollen tatsächlich nur eine Steinmühle. Okay. Hätte ich davon nicht irgendwie 3 Stück? Ja. Wir haben ja jetzt gerade entdeckt, dass es da diese tolle Funktion gibt. Der wäre die. Ja, das ist doch cool. Das ist doch cool. Dann würde ich sagen, das sieht hier so aus. Ich und Tastensteuerung. manchmal ist das ein bisschen seltsam. Von meiner Seite her. Ich habe jetzt nicht unbedingt Schwierigkeiten damit, aber es läuft nicht immer so rund. Ja, die Idee, die hier hinzusetzen, an sich nicht schlecht, aber ihr seht es selber. Der Platz ist dürftig. Moment. Was soll ich? Ich setze die einfach mal hier hin. Ist egal. Ich meine, gut, ne, der Weg ist jetzt nicht ganz so weit. Nicht ganz so nah. Etwas weiter. Aber ich will nicht alles hier in diesem Gewusel hier vorne hier rum, also hier so rum existieren haben. Mag vielleicht sinnvoll sein, die Sachen auch in der Nähe zu haben. Das ja, aber ein bisschen entzerren ist auch nicht verkehrt. So. Okay, hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt nicht negativ irgendwie und so, ne? Kohletagebau, das war das andere Problem. Ich habe hier Kohle, aber nicht so wahnsinnig viel Kohle zum Abbauen. Also da war schon so ein bisschen, ne? Aber mehr geht immer. Oh, mehr geht immer. Cool. Ach, das ist ein mysteriöser Ort. Ah, da bin ich ja noch gar nicht. Wachturm? Oh, der ist neu. Der ist neu, da würde ich dann direkt sagen. Ich schicke die mal hier so schon mal so hin, so, ne? Sollen sich so ein bisschen im Grenzgebiet hier auch aufhalten. Cool, dann können wir hier nämlich diesen mysteriösen Ort, hatten wir uns ja schon in einer der vergangenen Folgen oder Folgen, in einer vergangenen Folge angeschaut, so ganz kurz. Die wollen irgendwelche Sachen von uns. Ja, die brauchen irgendwelche Materialien. Hier, genau, da wird es angezeigt. Steinpilze 24, also gar nicht mal so wenig. Und sobald wir da jetzt einen Weg bauen können, wenn wir hier die Grenze entsprechend, wenn die Grenze entsprechend verschoben wurde, dann haben wir A, Zugriff auf den mysteriösen Ort, können halt den mit den Steinpilzen versorgen und ich sehe hier ganz viel Kohle. Ein bisschen Stein ist auch dabei. Ja, gar nicht mal wenig Stein. Aber die Kohle ist durchaus interessant. Das könnte man machen. Es sei denn, ich habe irgendwo hier in der Nähe die Möglichkeit, ebenfalls Kohle in entsprechender. Oh, nee, das ist nur ein so ein Prünkel. Das lohnt sich eigentlich nicht so unbedingt. Aber sollte sich da was anbieten? Das ist, glaube ich, die Konkurrenz. sollte sich da was anbieten, ne? dann bin ich sofort dabei. Da kenne ich nichts. Hier haben wir immerhin Eisenerz. Du liegst mir am Herz mit deinem Eisenerz. Erz. Schon wieder versammelt. Oh, hier ist auch ein bisschen Kohle. Das ist gar nicht mal wenig Kohle. Kupfer. Da haben wir wieder Kohle. Ja, da bin ich doch mal versucht, irgendwas auszuprobieren. Wenn wir hier. Naja, die Kohle da ist ein bisschen weit weg. Egal, wir machen das einfach mal. Bergbau. Kohle. Kohletagebau. Da haben wir. Alles klar, das scheint zu funktionieren.
Ja, dann. Rede ich da? Na. Wie war das mit der. Ich hab das wieder vergessen. So. Na, geht doch. Ja, dann würde ich das Teil hier hinsetzen wollen. Und dann schmörgel ich immer so geschmeidig einen Weg dran. Und dann haben wir das auch schon mal zumindest in Auftrag gegeben. Ja, dann ist das so gut wie erledigt. Steinmühle ist im Bau. Meilensteinbevölkerung ist abgehakt. Bauwiesen ist... achso, das ist die Geschichte. Werkzeug. Bodetagebau, Werkzeug. Da brauche ich noch zwei Werkzeuge. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das können auch Rucksäcke sein. Wie sieht es denn hier mit Werkzeug aus? Bergbau, Moment. Etwas Koffein nachschütten ist nie verkehrt. Vier Rucksäcke habe ich hier rum existieren, die im Augenblick nicht gebraucht werden. Lass uns doch einfach mal zwei Spitzhacken machen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Dürfen auch drei sein. Steinmetz, Holzfällerhütte, wo habe ich denn jetzt den Wert? Oh mein Gott. Das mal weg, dann sehe ich ein bisschen mehr. Ein paar Zentimeter. Irgendwo hatte ich doch hier die Werkzeugschmiede, da ist er doch. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Spitzhacke. Ja, dann komm hier. Dann machen wir direkt drei. Was wir haben, haben wir. Dann sind die Leute wieder beschäftigt. Auch nicht verkehrt. Die Werkzeughütte hatten wir uns ja schon angeschaut, so ein bisschen, ne? Meine ich, da hätte ich ja schon so ja, schon ein bisschen was zu gesagt. Ne? Da sind die Herrschaften jetzt schwer damit beschäftigt, die Spitzhacken zu produzieren. Was haben wir hier? Ach, das Baustellencamp. Genau. Da hätten wir hier Leute, also ne, Arbeiterinnen und Arbeiter wohnen, die halt von hier aus dann zu Rotat schreiten, wenn sie denn entsprechend benötigt werden. Das ist ein Sägewerk. Ha! Sofort erkannt. Daran. Ich erkenne solche Sachen. Ich muss die Kamera da umzwitschen. Was mit ihm? Steinbruch, Warenlage? Achso, die sind voll. Die können nicht mehr. Die sind sowas von voll. Vielleicht ist es nicht verkehrt, den Herrschaften hier die produzieren beides, okay. Den Herrschaften hier ein bis zwei Lager zu spendieren. Wenn das denn... Oh, gut, eins kriege ich sofort hier hin. Das ist mal schon mal nicht verkehrt. Da will ich dann einlagern. Natürlich Steine. Und Stein. Ganz normaler Stein. So. Und dann schaue ich doch noch mal, ob ich hier vielleicht noch ein zweites Lager in der Nähe irgendwie hinkriege. Schwierig. Wird es hiermit? Da sind die Wege zu weit. Dann würde ich versuchen wollen. Hallo, Lager. Ah, alles cool. Das kann dann dort gebaut werden, ebenfalls Stein, und dann sollen hier die Kalksteine untergebracht werden. So, dann habe ich da entsprechend einen Vorrat, wenn es denn erforderlich sein sollte, darauf zurückzugreifen, hätte man dann entsprechend hier die Möglichkeit erhalten, darauf zurückzugreifen, auf die Vorräte. Und die haben hier wieder ein bisschen was zu tun. Auch nicht verkehrt. Ich sehe gerade mit Erschrecken, wie die Zeit voranschreitet. Das ist ja wow. Jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht. Die Steinmühle ist fertig. Mecker. Das sind wir jetzt fix. Steinmühle. Moment, die war außerhalb. Ich verliere so langsam die Übersicht.
Steinmühle fertig außerhalb. Nein, du bist nicht die Steinmühle, du bist die Steinmühle. Ja, wunderbar. Ah, die brauchen Kalkstein, genau. Die brauchen Kalkstein für Zement. Das war das. Sehr cool. Dann hätten wir den Bereich auch erledigt. Kohletagebau ist noch in Arbeit. Eine Silbertagebau-Abbaustätte. Okay. Jetzt wollen wir es aber wissen. Und wir brauchen immer noch eine Militärakademie, sowohl eine Windmühle. Ach ja. Oh. Ups. Dann würde ich aber erstmal die Windmühle bauen. Wo ist denn die Farm? Wenn ich eine Windmühle bauen soll, dann sollte hier auch schon irgendeine Getreidefarm existieren. Die existiert hier. Wir wissen, die Windmühlen sind relativ groß. Die werde ich hier nicht hinkriegen. Auf keinen Fall. Oha. Oha. Und da das ganze Gebiet hier relativ wellig ist, wie man so sieht. Ja. Das wäre auch schon sehr, sehr weit entfernt. Aber es wird sowieso... Oh. Darauf hinauslaufen. Moment. Ja, ich krieg dann zwar die Windmühle dahin. Aber kriege ich denn da auch einen Weg hin? Den sehe ich nicht. Nicht ansatzweise. Moment. Ich bin so halbwegs gedreht. Ich probiere das mal für einen Moment aus. Wir gucken mal, ob da hier wegetechnisch interessant irgendwas zu machen ist. Aber ich würde... Huch. Augenblick. Fast behaupten wollen, dass nein. Warte mal, wenn das so geht. Augenblick. Es ist abenteuerlich, es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber bevor ich das Ding jetzt hier irgendwo da beispielsweise in den Karpaten baue, wo die Wege dann noch ein bisschen länger wären, ist das hier vielleicht eine Alternative, mit der man leben kann. Ich drück's mal so ganz vorsichtig aus. Ja, oh mein Gott. Das ist... Hier wird aber teilweise wieder auch wirklich jeder Zentimeter irgendwie genutzt. Das finde ich wieder gut. Das ist nur so Überraschungen, mit denen man dann nicht rechnet. Ja, schön. Also Windmühle ist im Bau. Also zumindest der Auftrag ist schon mal erteilt. Dann, genau. Also Windmühle haben wir abgehakt. Kohlebauer, Tagebau haben wir 2 von 2. Das ist schon mal schön. Eine Waffenschmiede darf es jetzt sein. Ja, klar, warum auch nicht. Eine Waffenschmiede wollen die Herrschaften. Waffenschmieden. Verarbeitung? Nein. Ausrüstung und Ausbildung? Okay. Werkzeugschmiede. Moment. Gildehaus. Werkzeug. Holzwerkstatt. Waffenschmiede. Da ist er doch. Okay. Jetzt muss ich aber auch noch drauf achten, dass ich nicht zufälligerweise versuche, bei Leuten zu bauen, die da überhaupt nicht schon prädestiniert sind oder so. Also, ne? Heißt bei der Nachbarschaft, wo ich da überhaupt nicht bauen darf. Ja. Platz hätte ich da jede Menge. Hier geht nichts. Hier geht jetzt wirklich nichts mehr. Selbst hier ist es aufgrund der Gegebenheiten zumindest schwierig. Wo habe ich denn... Hier wird Kohle und Eisen abgebaut. Das heißt, der müsste rein theoretisch irgendwo eine Eisenschmelze sein. Oder sehe ich das falsch? Wer bist du?
Das sieht nach einer Tagewerkstätte aus. Hm. Da, das könnte, da dampft es ganz kräftig. Das könnte so etwas in der Richtung sein. Kann man da, Standortinformation geht hier nicht, solange ich das Gebäude hier mit mir rumschleppe. Dann machen wir die doch ganz einfach hier. Dann haben wir so wenigstens so halbwegs das Ganze an einer nahen gelegenen Position, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, untergebracht. So, du dampfst das dampfendes Teil, du bist eine Schmelzhütte. Wunderbar. So, dann darf es noch was mit Silber sein. Was war das? Bergwerk dürfte das gewesen sein. Sehe es gerade nicht. Bevölkerung sehe ich ein Häkchen, Meilenstein, Bergbaute, Meilenstein, Werkzeug und Rucksackherstellung ist ein Häkchen. Eine Waffenschmiede ist gerade in. Ach da. Nee, das ist die Windmühle. Ah, hier. Auch nicht. Verdammt. Ich habe da doch. Da sind wir Tagebau. Die machen mich fertig. Ich habe hier doch irgendwo, habe ich doch hier Silber gesehen. Eisenerz, da, Silbererz. Da schon wieder Kupfer. Silbererz ist nicht unbedingt häufig oder in größerer Menge vorhanden, glaube ich, mich entsinnen zu können. Aber das ist ein bisschen sehr wenig hier. Das ist ein bisschen sehr, wäre das ein ganz normaler Stein. Was ist eigentlich hier los? Warum tut sich hier nichts? Habe ich nicht. Ah, wahrscheinlich werde ich nicht genügend Leute haben. Ne? Das wird unter Umständen das Problem sein. Fokuspunkt für Patrouille. Meine Dinge hier so. Ich bin da flexibel. Hm. Ja gut, das wird dann natürlich die Militärakademie erklären. Und ja. Gut, müssen wir schauen. Wie das jetzt hier mit der mit Silber und Militär und hast du nicht gesehen wird. Aber erst ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für eure Unterstützung und natürlich ganz speziell für deine, ganz klar. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute und genießt die Zeit.